nothing can break me. Kleiner Food Haul. Ich war im Edeka und im Rewe. Ich habe einmal Grilled Chicken gekauft, dann Salat, Erdbeeren, Alpro-Joghurt in Kokos. Also das in Kombination mit Erdbeeren ist so lecker. Tzatziki, Feta, eine rote Zwiebel, Himbeeren, Pilze, Bressot, feine Kräuter, auch richtig lecker. Dann zweimal Oatly-Milch, ein Brot, Tomaten, Pita-Taschen und zweimal Paulaner Spezi. Genau, ich habe, muss ich mal die Kassenzettel holen. Ich habe im Edeka 17,60 Euro ausgegeben und im Rewe 11,78 Euro, weil ich habe mir noch Blumen heute gekauft und ja, um ein bisschen Frühlingsstimmung hier reinzubekommen, weil draußen ist das Wetter echt nicht so frühlingshaft. Ich sage jetzt nochmal richtig Hallo zu euch. Ich bin heute wieder nach Passau gekommen und ich dachte, ich fange heute mal wieder ein neues Video an. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr gefilmt. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid wieder gut ins Semester gestartet, falls ihr studiert. Für mich hat jetzt das letzte Semester angefangen. Es ist richtig krass. Ich habe einfach seit meinem ersten Semester mitgefilmt und ja, ich kann es echt gar nicht glauben, dass ich einfach in weniger als einem halben Jahr fertig bin und ich dann auch von Passau wegziehen werde und ja, das ist irgendwie alles so surreal. Ich fange jetzt dann auch bald mit meiner Bachelorarbeit an. Richtig verrückt irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht verfolgt ihr mich ja schon seit dem ersten Semester und habt einfach die komplette Zeit so mitbekommen. Das wäre krass. Falls es irgendjemand da unter euch gibt, der mich schon seit dem ersten Semester schaut, dann schreibt mir mal gern. Das würde mich interessieren. Es gibt auch noch eine Neuigkeit, die ich euch erzählen will. Und zwar habe ich jetzt einen eigenen Podcast. Richtig krass. Ich habe den letzte Woche online gestellt und der heißt Coffee Call. Also hört gern vorbei. Den gibt es auf Spotify. Und ich habe das mir schon Ewigkeiten überlegt, ob ich mal einen eigenen Podcast machen soll. Und jetzt dachte ich mir, okay, ich mache das jetzt einfach, weil ich da voll Lust drauf habe. Und ich finde, man kann da irgendwie nochmal viel persönlicher quatschen. Und ich spreche über verschiedene Themen. Also es ist richtig entspannt. Es soll wie so ein Kaffee-Treffen mit einer guten Freundin oder mit einem guten Freund sein. Und wir quatschen einfach über verschiedene Dinge. Also ich habe jetzt schon meine Vorstellungsrunde online gestellt und dann meine zweite Folge heißt, wenn jetzt Sommer wäre und da stelle ich meine Summer Bucketlist vor und generell update ich euch immer so, was so gerade in meinem Leben passiert und für nächste Folge möchte ich dann auch mal über meinen Studiengang reden. Hört da gern vorbei, falls ihr Lust drauf habt, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und genau, wir haben jetzt schon, wie viel haben wir? Wir haben jetzt noch kurz nach 4 und ich werde jetzt heute noch in die Bib gehen, habe ich mir gedacht. Ich bin eigentlich gar nicht motiviert, aber ich muss noch ein Portfolio abgeben. Das ist einfach noch eine Abgabe vom letzten Semester und ich habe mich die ganze Zeit davor gedrückt, aber jetzt ist die Abgabe in 2,5 Wochen und ich muss noch einiges machen. Deswegen packe ich jetzt meine Sachen und gehe in die Bib und schaffe hoffentlich heute noch ein bisschen was. Und dann heute Abend habe ich mal wieder Modern Dance. Das hat jetzt auch wieder angefangen und ja, da freue ich mich auch schon mega drauf. Ich hoffe, ihr habt Lust, wieder mit dabei zu sein und genau, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, das ist jetzt mein OOTD. Ich habe heute eine weiße Hose an, dann ein graues Basic Langarm-Shirt und noch meine pinke Jacke. Die habe ich letztens bei Naked im Sale gekauft und ich finde die so ein Hingucker. Ich mag die richtig gern. Im Moment mag ich eh voll pink. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe echt eine Zeit gehabt, da habe ich pink gehasst und jetzt... Es ist eigentlich meine Lieblingsfarbe. Und ich habe meine Beats-Kopfhörer mal wieder rausgeholt. Und yes, das ist mein Outfit und ich gehe jetzt los. Thank you.
gibt es heute Kokosjoghurt mit Erdbeeren, Schokocrunch und Himbeeren. Jetzt mache ich mir noch einen Iced Coffee. Morgen. Ich muss zugeben, ich sah schon mal fitter aus. irgendwie bin ich heute so richtig zugeschwollen. Ich glaube, das liegt auch an meiner Heuschnupfenallergie. Ich muss jetzt einfach mal wieder regelmäßiger meine Tabletten nehmen, weil irgendwie vergesse ich das immer. Ja, ich habe mir jetzt auf jeden Fall gerade Frühstück gemacht. Das habt ihr gesehen. Ich habe noch einen Iced Coffee gemacht. Das muss natürlich sein am Morgen. Ich kann irgendwie echt nicht mehr ohne Kaffee. Aber es schmeckt auch einfach zu gut. Ja, wir haben jetzt gerade 9:30. Ich habe schon eine Wäsche eingestellt, war duschen, habe mir jetzt gerade Frühstück gemacht und um 10 Uhr fängt mein Bachelorarbeitsseminar an. Ich bin schon richtig gespannt, wie es wird. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das gestern erzählt habe, aber ich habe am Montag einen halben Herzinfarkt bekommen, weil ich dachte, ich habe mich irgendwie falsch angemeldet und habe dann wie eine Blöde einfach meinen zwei Ansprechpartnern geschrieben, weil ich dachte, ich dachte, bei meinem Lehrstuhl werden mir Betreuern zugeteilt. Und dann habe ich nochmal auf der Internetseite so nachgelesen und plötzlich stand da, dass man sich doch einen Betreuer suchen muss. Ich habe aber nicht gelesen, dass es für einen anderen Studiengang gilt, die auch an dem Lehrstuhl schreiben können. Also eigentlich hat es mich nicht betroffen und ich habe alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe mich so erschrocken, dass mir schon gleich schlecht wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das geht so durch den ganzen Körper irgendwie, dieser Schock. Ja, keine Ahnung. Dann habe ich denen geschrieben und die so, ja, nee, ich habe alles richtig gemacht und es passt. Und heute kriegen wir noch mehr Informationen. Aber irgendwie bin ich in Bezug auf Bachelorarbeit so lost im Moment, dass ich irgendwie Angst habe, dass ich irgendwas vergessen habe. Ja. deswegen hoffe ich, dass sich heute einige Fragen klären werden. Das Seminar geht auch 4 Stunden. Deswegen bin ich damit erstmal gut beschäftigt. Und sonst, schaue ich mal. Also ich hoffe, dass es vielleicht nicht ganz die 4 Stunden geht. Wenn doch, dann werde ich, glaube ich, heute nicht mehr so viel für die Uni schaffen. Ich treffe mich nämlich heute Nachmittag mit einer Freundin. Wir wollen Kaffee trinken gehen, spazieren gehen. Und abends gehe ich dann noch zum Sport. Und je nachdem muss ich mal schauen, ob ich noch irgendwas für die Uni schaffe, weil ich auch noch ein paar andere Kleinigkeiten erledigen muss. Also ich muss auch Physiotherapie-Termin ausmachen, weil ich richtig random, ich war vorgestern beim Zahnarzt und mein Kiefer knackst hier einfach auf der einen Seite. Die hat gemeint, dass das von Stress kommen kann, dass man in der Nacht halt stark auf die Zähne beißt und ich habe dieses Knacken schon länger und dann sie so, ja, also wie lange hast du denn das Knacken schon? So eine Woche oder länger? Und dann ich so, also schon länger. Ich glaube, ich habe das bestimmt schon 1-2 Jahre, habe aber halt nie was gesagt, weil ich mir dachte, ja, das geht halt schon wieder weg. Dann war sie halt schon ein bisschen geschockt und dann sie so, ja, 4-5 Monate. Und ich habe dann einfach gesagt, ja, sowas um den Dreh, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie das wird. Leute, wenn euer Kiefer knackt, geht zum Zahnarzt und lasst euch Physiotherapie verschreiben. Ist anscheinend nicht gut. Ich wusste das auch nicht. Ja, ich frühstücke jetzt erstmal und dann setze ich mich ans Seminar. So, die erste Hälfte habe ich jetzt rum. Wir haben jetzt 12 Uhr. Wir machen jetzt eine Dreiviertelstunde Pause und dann habe ich nur noch 1 Stunde. Also ja, kommt mir ganz entgegen. Ja, es sind schon sehr viele Informationen auf einmal. Wir klären heute so ein bisschen allgemeine Sachen, also wie die Bachelorarbeit aufgebaut ist, welche formalen Kriterien man erfüllen muss, wie die Bewertung ausschaut, wie viel Seiten eine Bachelorarbeit haben muss, wie wir zitieren müssen, also so generelle Sachen. Und ich bin richtig froh, dass wir jetzt das Seminar haben, weil ich war davor richtig lost und dachte mir die ganze Zeit so, muss ich jetzt schon anfangen oder wie ist es? Weil manche haben auch schon Literatur zusammengesucht und so. Wir müssen auch eine Präsentation halten, wie wir so ungefähr unsere Bachelorarbeit aufbauen wollen, über die Gliederung sprechen, unsere Forschungsfrage formulieren und dann kriegen wir halt Feedback von der Gruppe, was ich echt voll gut finde. Und ich habe meine Präsentation Anfang Juni, was mir echt entgegenkommt, weil ich hatte schon Angst, dass es so in 2 Wochen ist. Und dann wäre das auch echt ein bisschen viel auf einmal gewesen, weil ich auch noch eine Abgabe habe vom letzten Semester. Ich hoffe, dass euch auch ein bisschen so das Bachelorarbeitsthema interessiert.
Aber mir haben schon viele auch auf Instagram geschrieben, dass die auch gerade Bachelorarbeit schreiben und ja, auch sehr lost sind. Ich werde jetzt erstmal auch ein bisschen Pause machen, werde meine Wäsche von unten holen. Ich weiß nicht, zu essen lohnt sich eigentlich noch gar nicht, was zu machen, weil ich esse eigentlich immer erst so um 1:30 oder so. Deswegen, ja, werde ich jetzt einfach ein bisschen entspannen. Und dann habe ich noch eine Stunde. Ja, so, ich bin jetzt ready gemacht. Ich treffe mich nämlich jetzt mit einer Freundin zum Kaffee trinken. Wir gehen auch eine Runde spazieren und ich freue mich richtig, weil draußen ist so schönes Wetter. Ja, ich habe genau das gleiche an wie gestern auch. Irgendwie habe ich mich da drin richtig wohl gefühlt. Und die Jacke habe ich auch neu und dann denke ich mir immer, ich muss die jetzt ständig anziehen. Yes, let's go. Ah ja, meine Ringe wollte ich euch auch noch zeigen. Meine Nägel sind jetzt nicht gemacht, deswegen schaut es nicht so schön aus. Aber diesen Perlenring habe ich einfach selbst gemacht. Ich finde, das richtig, richtig schön geworden. Ich habe mir da einfach Perlen gekauft und genau, habe das dann da hier so zusammengeknotet. Und ja, ich mag auf jeden Fall mehr Ringe jetzt machen. Ich finde das richtig cool. Und den Ring habe ich ja aus Berlin. Das ist mein Glücksring jetzt einfach. Ich trage den eigentlich immer. Ja. Ich war jetzt gerade noch beim Sport, lauf gerade heim. Ich war für eine Dreiviertelstunde und es ist einfach noch hell. Ich kann es gar nicht glauben. Wir haben jetzt 7:30 und es ist so schön, dass es einfach noch hell ist. Und ja, beim Sport war es gut, aber ich muss auf jeden Fall wieder in meine Routine kommen. Also ich bin irgendwie komplett raus. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Gibt es zum Frühstück Müsli mit Erdbeeren und Himbeeren und nebenbei plane ich jetzt ein bisschen meinen Tag. Hello, heute mal noch aus dem Bett. Ich habe heute ein bisschen einen ruhigeren Morgen gemacht. Gestern habe ich gar nicht mitgefilmt. Gestern war irgendwie so ein anstrengender Tag. Also ich war ja eigentlich den ganzen Tag in der Uni. Ich war vormittags in der Bib, weil ich wirklich mich an meinem Portfolio noch setzen muss und ja, da habe ich aber einige Sachen geschafft, richtig gut, und nachmittags hatte ich dann noch 2 Vorlesungen und dann war ich so 15 Minuten zu Hause und bin dann gleich zum Tanztraining, weil ich tanze jetzt noch in der Tanzschule und da haben wir jetzt dann Mitte, Ende Juli einen Auftritt und ich bin richtig gespannt, also ich hatte schon so ewig keinen Auftritt mehr. Aber ich glaube, das wird richtig cool, also auch mit Kostümen und so einer richtigen Aufstellung, und ja, macht auf jeden Fall voll Spaß. Wir haben gestern auch Hebungen ausprobiert und so, und ja, ich glaube, das wird richtig cool. Aber dementsprechend, ich bin gestern erst um 9:30, glaube ich, heimgekommen und war richtig fertig vom Tag. Ich habe einfach überall Muskelkater und dann ja, bin ich eigentlich auch gleich schlafen gegangen, also habe noch was gegessen. Und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt heute einfach einen ruhigeren Tag und versuche vormittags was für Social Media zu erledigen. Ich will jetzt gleich eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich spreche da übrigens jetzt über mein Studium. Also ich möchte einfach mal so eine komplette Folge dazu machen, weil ich einfach immer noch richtig viele Fragen dazu bekomme. Und ja, genau, deswegen beantworte ich da mal all eure Fragen. Und dann heute um 12 Uhr habe ich noch ein Tutorium und nachmittags muss ich noch einkaufen gehen und versuche noch so kleinere To-Dos zu erledigen. Und abends mache ich mit einer Freundin Let's Dance Abend. Ich schaue das ja immer richtig gern und sie eben auch. Und dann haben wir gesagt, komm, lass halt Essen bestellen und dann schauen wir das zusammen an. Das ist der Plan für heute. Und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee und dann nehme ich die Podcast-Folge auf. Ich sitze jetzt hier mit Miriam. Wer soll das sein? Hi!
Ja, wir machen gerade Teepause. Wir waren vorhin zusammen im Café Mara und haben Kaffee getrunken. Miriam hat, wie heißt nochmal, Matcha getrunken, genau. Und wir haben Pistazien-Himbeerkuchen gegessen. Das war so, so lecker. Jetzt machen wir gerade Teepause. Ich versuche jetzt noch ein paar Sachen abzuarbeiten. Ich will, also ich schreibe ja immer so auf, was ich ausgebe und so und mache mir da so eine Liste. Und da will ich jetzt das noch eintragen, was ich heute so ausgegeben habe. Das steht dann noch an. Ach so, ja, ich gehe später noch zu einer Freundin und wir machen Let's Dance Abend. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Heute hat auch in Passo die Duld angefangen. Wir haben vorhin auch Dirndl anprobiert, weil Miriam hat zwei Dirndl und ich leihe mir dann eins von ihr einfach aus, weil wir gehen am Sonntag in einer größeren Gruppe dahin. Genau. Und sonst ist eigentlich nichts passiert. Ich habe eben vorhin noch Tanzkarten gekauft, weil ich ja jetzt bei Dance Evolution tanz und da haben wir im Juli einen Auftritt. Habe ich noch ein paar Karten gekauft und yes. Also wenn uns jetzt jemand fragt, was wir an einem Freitagabend machen, bügeln. Ganz normal. Und Finanzen. Das ist echt traurig. So, andere gehen auf die Duld. Aber ja, wir haben hier Omi-Lifestyle mit Tee und Bügelbrett. Muss halt auch gemacht werden. Ist so. Ja, wir sind einfach nur verantwortungsvoll, so verantwortungsbewusst. Ja. Mal schauen, wie viel so ein Semester, also wie viele Wochen im Semester das jetzt anhält. Ja, ist so. So nächste Woche am Dauerfeiern. Nee, sehe ich uns eigentlich nicht, aber. Nee, mal gucken. Yes. Nothing can break me.